Ich spreche jetzt mit Pfarrer Matthias Berger, Diözesan-Jugendseelsorger im Bistum Mainz und Mitorganisator der heutigen Aktion, des heutigen Aktionstages. Wie viele Jugendliche machen denn heute insgesamt so mit? Ja, ich würde sagen, dass wir ungefähr 500 bis 600 Jugendliche heute in Mainz haben aus dem ganzen Bistum. Das umfasst ja auch die hessischen Teile und die haben noch gar keine Ferien jetzt. Und von daher sind wir froh, dass viele von denen trotzdem auch gekommen sind. Haben natürlich schulfrei bekommen und das finde ich irgendwie schön. Da dachten wir, es werden etwas weniger, aber 500 bis 600 sind das schon. Was machen denn die Jugendlichen heute eigentlich genau? Ja, zurzeit sind sie gerade unterwegs an 7 Orten hier in Mainz bei etwa 20 Workshops und beschäftigen sich mit den sogenannten Werken der Barmherzigkeit auf eine ganz kreative, ja, konkrete Art und Weise. Und was ist der Sinn, was ist der Gedanke hinter so einem Tag wie diesem heute? Eigentlich 3 Sachen. Einmal, dass sie spüren, wir sind mehr als die, die wir in der Pfarrei sind. Wir sind nicht nur ein kleines Häufchen, also ich sage immer, wir sind nicht die letzten Mohikaner, die sich da noch firmen lassen, sondern im Bistum Mainz sind es ganz, ganz viele, dass sie das hier erleben, auch eine große Gemeinschaft zu sein. Zum anderen, dass sie erleben, wir haben auch mit dieser Bischofsstadt, mit Mainz zu tun. Wir begegnen dem Bischof, der die Öle weiht, mit denen wir auch gefirmt werden, dass da eine Verbindung ist, nochmal über die Pfarrei hinaus und über den Bischof letzten Endes auch in die Weltkirche hinein, eine große Gemeinschaft, über 1 Milliarde Katholiken. Und dann hat der Papst uns noch ein Ei ins Nest gelegt und gesagt, beschäftigt euch doch in diesem Jahr mal mit den Werken der Barmherzigkeit, weil er gesagt hat, das soll ein Jahr der Barmherzigkeit sein. Und den Elfmeter lochen wir heute ein. Vielen Dank für das Interview.